Moin Leute. Für das Volk da draußen nichts Wichtiges. Interessiert ja auch gar keinen. Ich sitze hier mal auf dem roten Ding hier. Wenn Wetter morgen in dem heißesten Sommer aller Zeiten mich mal wieder fahren lässt, dann gucke ich mal bei den Longhorns, bei den Rindern, Texas Longhorns. Wollen wir sehen. Aber ich muss eins loswerden, Leute. Ich muss wirklich eins loswerden. Hier ist alles friedlich, ne? Friede. Guck mal, es ist alles friedlich. Ich könnte jetzt darüber gehen, hinter das Haus. Auch alles friedlich. Ja. Ist das jetzt die Realität? Oder bilde ich mir das nur ein? Oder gibt es da vielleicht? Oh, Moment. Gibt es da vielleicht? Irgendwo. In unseren regierenden Hinterzimmern mit ihren Verbündeten gibt es da vielleicht Bestrebungen, die uns diesen Frieden hier nicht mehr angedeihen lassen wollen, die uns viel mehr in einen Krieg hinein argumentieren wollen. Mit Argumenten, die eigentlich nur einer aus der Anstalt für gültig oder für einigermaßen akzeptabel halten könnte. Ja? Ich habe den Eindruck, ich habe ja noch keinen erlebt. Ja? Ich bin 55 geboren, 1955. Da war der Zweite Weltkrieg 10 Jahre her. Ja? Ich habe auch noch Ruinen gesehen. Ja? Soll das wieder kommen? Soll das wieder kommen wegen einer, jetzt meine Meinung, eingebildeten Gefährdungslage? Ja? Also ich verstehe das alles. Ich verstehe momentan die Welt nicht mehr. Ich verstehe echt die Welt nicht mehr. Ich verstehe nicht, wie eine kleine Clique gewählter Politiker, ja, die sind gewählt von uns, nee, nicht von mir, von euch, nee, von euch auch nicht, aber von vielen und von der Mehrheit, wie diese kleine Clique uns wieder in eine Gefährdungslage bringt, die uns alle um Kopf und Kragen bringen kann. Wegen was? Ja, wegen was eigentlich? Wegen was eigentlich? Aber ich weiß, dass ich hier nur eine kleine Minderheit anspreche. Die Mehrheit ist dafür. Die Mehrheit ist dafür. Leute, macht euch nichts vor. Wir, die wir Frieden wollen, sind eine Minderheit. Wir sind eine kleine Minderheit. Macht euch da gar nichts vor. Ja? Und das ist das Erschreckende. Ja? Mal ganz nebenbei. Ich habe keine Kinder, wir haben auch keine Enkel, dementsprechend, ja, dass ich mir, geht mir völlig am, so jetzt sage ich das mal, geht mir völlig am Arsch vorbei, ja, nur, ich kann nicht verstehen, wie Leute mit Kindern, mit Enkeln,
wie die noch auf dieser Schiene mitfahren können, auf dieser Kriegsschiene, ja, die alles verachtet, was irgendwie nur auf Frieden hinauslaufen könnte, mal irgendwann. Ja, die aber alles befürworten, was auf Krieg hinläuft. Ja. Und by the way, die größten Kriegstreiber sind, die haben noch nie einen scharfen Schuss pfeifen gehört. Die haben noch nie gehört, oder die wissen überhaupt nicht, wie Waffen funktionieren, ja? Was Waffen bewirken können. Und die neuen Waffen, die Drohnen, haben die überhaupt keine Ahnung von. Ja? Ich mag dazu gar nichts mehr sagen, das muss jetzt das Letzte sein, zu dieser Geschichte. Ja? Wir treffen uns wieder nach dem Schlag hier. Ne? Dann spreche ich mal wieder darüber, wenn ich es dann noch kann. Es ist, also Leute, ich verstehe die Welt nicht mehr, echt nicht. So, dann, jetzt ist leider da wieder runtergelaufen, Chica heute. Ist jetzt der zweite Tag mit den Medikamenten. Und heute Morgen, gut, es war kühl, ne? Es war nicht warm, also heiß, sodass der Hund Probleme hat, wenn er älter ist. Also wir haben uns eingebildet, dass sie wieder mehr teilnimmt, dass sie wieder mehr sie selbst ist, ja? Und nicht so einfach nur, da kommt sie jetzt, sie butschert wieder rum, jo. Chica, hi Chiki Chaka, komm mal her, ja super, da bist du ja, kleine Maus, jo. Ach ja, wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen was bewirken könnten. Ja. Das ist so meine Welt, ne? Was die Politiker da draußen treiben, Leute, vergesst es. Macht euch andere Gedanken, schafft euch andere Universen neben diesem Kriegsgedöne. Es hat eh keinen Sinn. Wir können nichts ändern. Wir können nichts ändern. Und es wird auch die Wahl der Blauen nichts ändern. Gar nichts. Die werden sich verbünden und gut ist der Fisch. Ja? In den späten 30er Jahren, 2030, folgende, da könnte sich vielleicht was ändern. Aber dann kann es auch schon zu spät sein. So. Mehr will ich gar nicht sagen hier mit meinen dünnen Worten. Ich wünsche euch was. Schönen Sonntagmorgen. Morgen will ich sehen, dass ich fahre. Ach komm, ich lass mich mal kurz laufen hier, ne? Komm. Oh, wenig Sprit. Muss mal tanken. Okay.